oh, ich bin jetzt hier das Schulamt und trollololol und ich muss jetzt das da so machen, ne? Ja, das guckst, ja da, genau, das guckst du dir gerne an, ne? Hammerfilme, ach so, das, nein, was hier bei RTL 2 in der Werbung läuft nachts und bei Sport 1, ne? Das guckst Sport, du dir. Ich hab Sport 1 nicht mal. Ja, finde ich jetzt der Sport auch. 1 heißt? Ja, ist Dingsda-Bumster, der alte Dingsda-Bumster-Sender, wie hieß denn der früher? Eurosport? Nee. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Eurosport, den gibt es heute noch, glaube ja, ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall. Ich kenne mich für den ganzen Sender nicht ich so auch aus. Auch nicht. auf jeden Fall. Hab mich was über Internet, das ist leichter. Deswegen. Und da kommen immer die Hammerfilme. Du weißt schon, was bei Eurosport und RTL 2 nachts kommt, ne? Nö. Ich guck meistens ProSieben oder so. Ja, okay, bei ProSieben, die brauchen das noch nicht, ey. Die brauchen letztens noch nicht da habe ich Niveau. So, hier, da lief, ich weiß ja nicht, ob vielleicht ein Zuschauer den kennt, der Film Gamer. Richtig Hammer. Gamer, ja, so siehst du auch aus. Ist ab 18 oder so der Film, aber der ist richtig geil. Meine Fresse, ob der jetzt ab 18 ist. Dieses, ja, ich wollte eben schon sagen, ne, ich find's eh mal zu geil. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer, unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich finde das dann immer so geil, mich hören nur so, was mache ich? Fernseher muten, entmuten, fertig, ich habe nichts gehört. Mutest du den echt immer? Nö, eigentlich nicht, ich denk's mir immer nur so. Ich bin zu voll, den zu muten. Ach meine Fresse, als wenn das, weg, wenn als, wenn das als wenn das irgendwie ihn interessieren würde, mitten in der Nacht, ja. Ob das müssen, weißt du, Justin, das ist wieder so eine Sache, das müssen die einfach nur machen. Voll. Das müssen die machen, die müssen ja, darauf hinweisen, sonst werden sie ja, sonst kann man sie halt verklagen, aber ich meine, guck mal, ob dich das, ob dann zum Beispiel 12-Jährige in der Nacht dann auch auf sind und die Eltern das dann halt nicht merken und der das dann guckt, das ist dann das Pech der Eltern und die nicht Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Oh. Also so, das ist, ne? Ich darf das, warum sollte ich nicht dürfen? Meine Eltern interessiert das auch im Feuchten, ob ich mir danach Filme ab 18, ja genau, ob ich mir da Filme ab 18 oder ab was weiß ich wann reinziehe. Ab 19. Nee, meine Mutter ist halt bloß bei Spielen, ist sie ein bisschen, du weißt ja, wie sie ist. Und dann, weiß nicht. Ach, meine Mutter interessiert das alles gar nicht. Oh. Meine Mutter denkt dann immer nur so, ja, da steht da ja so drauf, da muss das ja auch so sein. So eine Einstellung hat sie halt. Und das Behinderte ist eh, ich war ja mal totaler Star Wars Fan, ne, kann ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Irgendein Teil davon war ab 12, weißt du, irgendwie. Ja, das hat meine Mutter auch immer nie interessiert. Ich glaube, hier der dritte Teil oder so, ne, da wo Massenschlachtereien waren und alles mögliche, weißt du, da sind irgendwie ein paar tausend gestorben. Ich glaube, das war der ab 12 war, ne? Und dann kommt ein Film, wo einer leicht verletzt wird, wo gar keiner stirbt, 16. Da denke ich mir so, what the fuck? Wo ist da die Logik? Ja, ich weiß, deswegen, die Leute da, die können ja einfach irgendwas draufschreiben. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Ich meine, guck mal, einer stirbt, oh mein Gott, der Film ist ab 16. Ja, und dann, also ich guck, oh mein Gott, da blutet einer 18. Also ich, guck mal, ich bin zum Beispiel so, dass ich nicht so, dass ich eher so Comedy und ab und an mal Dingsda-Bumster-Filme gucke. Wie heißt denn das? Action. Nee, ist das, ja, Action und auch, halt Zeichentrick? Nee, ist das kann man ja nicht mehr Zeichentrick nennen. Das ist ja schon so geil. Cartoon. Gezeichnet? Nee, ist das Cartoon? Ach so, Science Fiction. Nein, ich meine sowas wie weiß ich nicht, Wolkig mit Aussicht aus Fleischmädchen oder sowas. Hä? Kennst du den Film nicht? Nö. Den habe ich, nee, der ist aber auch schon sau alt. Den habe ich früher, glaube ich, mit 12 oder so geguckt. Oha, oh fuck. Oder mit 13 Scheiße. Oder 14. Ey, ich habe ein Problem. Ich komme nicht mal aus der Schlucht raus mit einem Jetpack. Oh, du Vollidiot. Wo bist denn du? Und ich bin 550 Meter vom Haus entfernt. Soll ich mal eben vorbeischauen? Hast du mal kurz Zeit, vorbeizukommen, um mein Jetpack mitzunehmen und aufzuladen und wieder herzukommen? So, komm mal her hier. Komm mal her. Ja, 19, Alter. Vollidiot, ey.
Oh, 19, oder geht das hier? Mach mal eben Slash Home und dann komm. Kannst du nicht Slash Home? Geht das nicht? Ah, nee, wir haben keine Sandschutz drauf. Oh. Mach mal eben Slash Home. Ich glaube auch. Nee, auf jeden ich Fall. Ich warte dann mal auf dich. Auf jeden Fall ist es so, dass. Keine Science-Fiction-Filme, ich gucke halt sowas auf. Science-Fiction-Filme. Science-Fiction. Ich bin immer voll, guck mal, da, selbst bei Filmarten bin ich voll der Legastheniker am Aussprechen. Ich beherrsche die englische Sprache auch nicht so richtig, deswegen, also. Alter, ich bin so geil. Science-Fiction. Ja. Wie hast du eigentlich die 10. Klasse geschafft? Ey, da brauchst du sowas nicht in der englischen Abschlussarbeit. Das ist richtig, die ist richtig pissig einfach. Ja. Das war, glaube ich, bei mir eine 3. Jetzt werden wir noch gezwungen, hier mündliche Prüfungen Englisch. Ja, die sind auch, also so wie unser... Musstest du ja nicht machen, ja, oder? Nee, musste ich nicht, aber so wie unser Englischlehrer die so dargestellt hat, waren die eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja, wir werden jetzt gezwungen, super. Vielen Dank. Ja, ich weiß halt, dass ein bisschen, die sind, also ich sagen wir mal so, Schule ist halt ein bisschen, ja, also es... Scheiße, gestört, das Schul, da, also das Schulamt ist echt, also es wird, nee, wie heißt denn das Schulamt, Behörde. Ja, keine Ahnung, die sind eh ein bisschen, weiß nicht, die, das sind, also so die Abschlussarbeiten können wir ja mal, kann ich jetzt ja mal drüber erzählen, weil ich sie ja schon geschrieben habe. Was nicht. Auch meine Lehrer allesamt gesagt haben, diese Abschlussarbeiten sind konzipiert von Leuten, die gar keine Ahnung davon haben. So, also die keine Ahnung davon haben, was irgendwie der Schüler da durchmacht, sondern einfach nur, nennen wir sie mal, Büroscheißer sind. Also die den ganzen Tag im Büro sitzen und was weiß ich nicht machen und dann die so eine Abschlussarbeit konzipieren, weil die machen manchmal Aufgaben da rein, ne? Und richtig Assi-Aufgaben, so richtig schön, oh, ich bin jetzt hier das Schulamt und trollololol und ich muss jetzt das da so machen, ne? Weil ich ja so nett und freundlich bin und jetzt gerne mal die Schüler reinlegen will, dass sie diese Abschlussarbeit auch gar nicht schaffen, weil das sind so richtige Arschis, also so richtige Arschlöcher sind das manchmal, echt. Hat auch mein einer Lehrer halt gesagt, ja, der meint so, ja, halt, er guckt halt immer die Arbeiten davor durch und hätte uns halt auch gesagt, wenn da irgendwie sowas drin gewesen wäre, was halt so richtig Arschloch gewesen wäre. Also die stellen manchmal die Fragen so, dass die, sagen wir mal, ich weiß nicht, unverständlich möchte ich nicht sagen, aber dass die halt so sind, hier Justin, da, dass die halt so sind. Hä, wo? Ach da. Dass die halt so sind, dass man die nicht auf den ersten Blick versteht. Also, du weißt schon, wie ich das meine. Also, dass man die falsch verstehen kann. Und somit wollen die einen Punkt da abluchsen. So richtig arschig ist das da. Also, das ist so eine richtig peinliche Aktion manchmal. Das ist halt typisch Schule, ne? Ja, und deswegen das Schulamt ist für mich auch irgendwie ein bisschen gestorben. Ist die Schule schon lange gestorben? Ja. Leider muss ich da noch weitermachen. Ja. Gut, aber für jeden ist Schule so gestorben, weil halt immer dann irgendwer scheiße ist, ob es der Schulleiter ist, ob es die Lehrer sind, ob es alle gemeinsam sind, ob es dann das Schulamt ist, ob es, was alle. Weiß ich, wer ist, keine Ahnung, der dann mega Arsch ist. Man hat also, ich muss echt sagen, man hat in jeder Schule einen Lehrer, könnt ihr mal einfach in die Kommentare schreiben, man hat in jeder Schule, ihr wetten auch, habt einen Lehrer, den ihr nicht mögt. Oder mindestens einen Lehrer, sagen wir es mal so. Also jeder hat den. Und jeder hat auch so einen Arschlochlehrer, der dann richtig böse und blöd ist zu einem. Böse und blöd, ja gut. Halt, und das... Ach geil. Ja. Also deswegen, das ist ein bisschen peinlich, die ganze Angelegenheit, aber... Kommst du irgendwann... Mama, der Lehrer ist böse und blöd zu mir. Ja, nein, das würde man ja halt nicht so sagen. Aber ich möchte, dass sie jetzt nicht so auf... YouTube, wo ich sonst immer scheiße, blöd, behindert, behurt oder was auch immer noch sag, weiß nicht. Wollte ich das gerade irgendwie ein bisschen du sagst es doch netter und weit ausgeholt. Nett, du, guter Schiss. Guter Schiss? Guter Schiss. Behinderter, ey.
Ich darf das. Ja, ich darf YouTuber. Das. Ja, ich bin YouTuber, auch, ich darf ey. Das. Ich bin YouTuber, ich darf das. Ich bin YouTuber, ich darf jetzt alles auf der Aua. Auf der Aua. Da kam so ein scheiß Zombie an. Da kam so ein scheiß Zombie in das Loch. So, also ich bleib jetzt hier unten stehen, weil ich habe jetzt das Ziel dieser Aufnahme erreicht und ich will jetzt nicht mehr so. Cool, dann gehen wir ein bisschen in, keine Ahnung, wie das heißt, suchen. In, suchen. Warte, Iridium. Ich will aber nicht. Such mal ein bisschen Iridium, sonst können wir dieses Size Boots nicht machen. Dieses Size Oh, fuck, hier ist gar kein Wasser mehr drin. Nein, das Ding geht gleich hoch. Nein, fuck. Mach Wasser rein. So schnell geht das nicht hoch, aber... Es ist schon rot. Das ist ganz warm gelaufen. Ja, ich habe extra dieses Mal ganz schnell ausgemacht. Fuck. Mach doch einfach Wasser rein. Ja, deswegen, ich suche ja gerade... Haben wir keine Wasserzellen? Hä? Da hinten ist eine unendliche Wasserquelle. Nimm Wo ist Eimer denn der Eimer? In eine Kiste hast du, glaube ich, einen reingeschmissen. Die restlichen habe ich bei mir im Inventar. Aber ich glaube, du hast einen in eine Kiste geschmissen. Gut, ich habe Iron, leck mich am Arsch. Ja, ich habe die unendliche Wasser... Du brauchst doch keine Wasserzellen. Ey. Du kannst doch einfach Wasser in Eimer reinpacken da. Ja, deswegen, das habe ich gerade ein bisschen verpackt. Ach scheiße, jetzt habe ich die unendliche Wasserquelle kaputt gemacht. Wie hast du denn das jetzt geschafft? So, ich habe aus Versehen aus der falschen Ecke was rausgenommen. So. Alter, wie viel braucht das denn jetzt? Ey, jetzt brauchst du es noch mehr, weil halt da nichts mehr drin ist. Ey, leck mich am Arsch. Braucht immer so viel Eimer. Hab ich ja immer aufgefüllt da. Boah, ey, da rast ja aus, ey. Junge, willst du mich verarschen? Nee, eigentlich nicht. Alter. Nee, das muss erstmal die Hitze runterkühlen, Junge. Das ist mega heiß gelaufen. Warum? Nur weil es rot leuchtet? Nein, das ist auch, warte, auf 6600 Hitze. Was denn? Achso, ich dachte, du meinst den Motor. Ja, meine ich doch. Hä? Der ist auf 6250 Grad. Ich kann da jetzt kein Wasser reinfüllen, da passiert nichts. Das wird einfach sofort wieder ausgesogen. Ja, mach mehr Wasser rein. Wie viel? Ja, genau, ich hole jetzt Wasserzähne, jetzt reicht's mir. Es dauert mir jetzt viel zu lang mit dem scheiß Eimer, ey. Wird ja sofort wieder weggezogen, ey. Nicht so, dass wir nicht genug Tin hätten, ja? Justin? Ja? Okay, war ich gerade eben abgehackt? Nö. Okay, komisch, weil manchmal leckt er, dann ist es halt ein kleiner Server-Leck. Bei mir hat nichts geleckt. Boah, ey, leck mich doch am Popo hier. Nee, lieber nicht. Justin, halt die Schnauze. Nee, kein Bock. Guck mal, da ist Öl. Tut mir leid. Öl gefunden. Öl. Soll ich mal Öl mitnehmen? Ich habe einen leeren Eimer dabei. Mach das. Mach das, Mama. Auch geil, wie das Öl aus dem Baum rauskommt. Boah. So, hab einen Öleimer dabei. Ich komme. So, ich habe jetzt endlich Empty-Zellen. So, und jetzt leck mich am Arsch. Ich hab keinen mehr. Zack, zack. So, erstmal den Rest da jetzt reintun. Ah, jetzt ist endlich ein bisschen mehr aufgefüllt, ey. Das kann doch nicht angehen. So, ich brauche noch 1000 Meter, bin ich zu Hause und mein Jetpack ist schon halb leer. Theoretisch könnten... So, ups, ist voll... Oh, ich will zurückmachen, egal. Hi. Oh, ne, einmal reißt man diese scheiß Fackel weg, schon wieder spackt dieser Motor ab, ne? Oh, ich hasse das. Warum hast du die auch weggerissen, ey? Ja, mach kaputt. Wie du immer alles kaputt kriegst. Du weißt doch selber, dass das immer hier abspackt, ey. Oh, ja, zum Glück habe ich noch Lavazellen hier. Du musst ja nicht immer alles kaputt machen. Hättest ja weiterlaufen lassen können, einfach Wassereimer reinmachen können. Ja, es hat aber gerade sehr wenig gebracht mit den Wassereimern. Das bringt genau so viel pro Eimer. Ja, gerade eben hat es nämlich gar nichts gebracht, weil das Ding heiß war. Komplett heiß.
Scheiße, jetzt habe ich die unendliche Wasserquelle kaputt gemacht. Warte. Alter, warum machst du die mal kaputt, heile, Mann? Warte. Du hast jetzt schon ein paar Mal hintereinander kaputt gemacht. Warum machst du die kaputt, ey? Weil ich die noch nie kaputt gekriegt. Nein, ich drück einfach immer. Ich hab, ja, weil du immer nur einen Eimer hattest. Ich drück immer viel zu schnell hintereinander und dann nimmt er immer zwei Sachen und update den Block nicht mehr so schnell.